Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Es war eine Performance, wie man sie gerne noch öfter sehen würde. Aber es war der vorerst letzte Auftritt des bekannten Tänzer und Choreografen Tony Rizzi zusammen mit den Bad Habits am Sonntag im Unterwegstheater Heidelberg. Nach mehreren Jahrzehnten erfolgreicher Ballettinszenierungen, unter anderem am Frankfurter Ballett, beendet Tony Rizzi seine aktive Bühnenkarriere, zumindest im bisherigen Rahmen. Rizzi wird sich zunächst auf diverse private Projekte konzentrieren. Die Show in der Hebelhalle war das Finale zu einer überaus erfolgreichen Tanzära. Ich fühle, es ist überraschend, etwas Neues, I don't know. Ich fühle gut, ich fühle offen und es ist nicht, dass ich tanze nie mehr. Es ist nur nicht mehr in dieser Form. Vielleicht mag ich ein neues Stück in meiner Wohnung, dass wir können Reise der Welt mit. Mehr intimer, ich wollte mehr underground-mäßig. Ich habe auch Lust zum Films machen und sowas. Aber es war so viel Spaß heute Abend hier und unterwegs Theater. Die Leute sind so nett und they really love dance, you know, and they love the art form. Die gut 90-minütige Abschlussshow Same Old Set Different Show begeisterte noch einmal das anwesende Publikum mit viel Komik, Kostümwechseln im Schnellspurt und natürlich einer durchdachten und unterhaltsamen Tanzchoreografie. Integriert in die Aufführung waren mal mehr und mal weniger ironische Danksagungen der Ensemblemitglieder, die darin auf ihre Karrieren und Erlebnisse zurückblickten, sowie ein Hauch von nackten Tatsachen. Ich bringe immer Humor rein, weil man kann oft die Message ein bisschen besser hören durch Humor. I don't know. Ich war auch sehr inspiriert von Pina Bausch und die Arbeit von Pina Bausch. Ja. Turn to face my fear. I face the fear and only I remain. Only I. Aber was bleibt Ihnen so für immer in Erinnerung? When there was a woman, war eine alte Frau in Wien. Ich habe ein Stück mit der Performance Artist Penny Arcade gemacht und sie hat mir gesagt, nach zwei Wochen meine Schulter war so schlecht, so schlecht. Und deine Worte und deine Energie hat mich geheilt. And that was an amazing thing, to know that your energy can heal in a way or that people are so affected by your work. Eine besondere Ehre war es deshalb auch für das Unterwegstheater, dass Rizzi für seine finale Show ausgerechnet die Heidelberger Hebelhalle wählte. Jai Gonzalez verriet einige Details zu der vertrauensvollen Zusammenarbeit und zu den Erfahrungen mit Tony Rizzi. Es ist für uns eine echte große Ehre, aber das ist auch eine Geschichte, die sich entwickelt hat. Wir arbeiten mit Tony seit mindestens 6 Jahren. Das ist der 4. Stück, die bei uns er macht. Und wir haben diese Entwicklung gesehen und es verbindet uns auch eine große Geschichte. Seit Jahren haben wir zu tun viel mit Forsyth Tänzer. Und das war für uns wirklich ein großes Geschenk, dass er gesagt hat, okay, das ist unser letztes Stück. Ich schließe diese Art Choreografie hier in Heidelberg bei euch. Und das war für uns ja, ein super Geschenk. Auch für die Tänzer endete, wie für Tony Rizzi selbst, eine jahrelange Zusammenarbeit, die viel vom großen William Forsythe geprägt war und der man gemeinsam viel erlebt hatte. So war es ein Abend, der vielen wohl im Gedächtnis bleiben wird, mit einer gelungenen Performance und gemischten Gefühlen zwischen Freude und Abschied. Zum Abschluss des Abends zeigte Rizzi noch einige einzigartige private Bilder von der Nacht der letzten Papstwahl, als er als Gast einiger Nonnen live im Vatikan dabei war. Im Unterwegstheater geht es nun am 6. März und danach an 3 weiteren Terminen weiter mit dem Projekt Open Stage.
Dabei sollen Künstler und Publikum interagieren und so fruchtbaren Tanzboden erschaffen. Bernhard Fauser erläutert, was man bei Open Stage erwarten darf. Also Open Stage ist eigentlich ein strukturiertes Risiko, bei dem wir versuchen, uns selbst zu überraschen und natürlich das Publikum auch. Es geht darum, dass das Publikum auch quasi von der Beobachtersituation sich entfernt und bereit ist, neu zu sehen und auch zu agieren möglicherweise. Wir versuchen, ein Theater außerhalb des Theaters in einem Theaterraum.